Unsere Art zu arbeiten, sich fortzubewegen, ja, unser ganzer Alltag wird durch die Energiewende beeinflusst. Aber es ist manchmal gar nicht so einfach, das so ganz zu verstehen, was eigentlich eine Energiewende ist und wie sie uns beeinflusst. In Karlsruhe gibt es deswegen am Samstag das Energie- und Klimafestival und das Jugendforum, zwei Veranstaltungen, die von unter anderem von Focus Energie veranstaltet werden. Heute bei mir zu Gast ist Hilmar John, der Geschäftsführer, einer der Veranstalter. Und Herr John, die vielleicht interessanteste Frage für mich persönlich, das Thema Energiewende ist sehr komplex. Wie bringt man das denn überhaupt an die Menschen? Ja, das ist die große Aufgabe, das so aufzubereiten, dass es jeder versteht und dass diese verschiedenen Aspekte, die die Energiewende betreffen, und dazu gehört ja die Mobilitätswende und Wärmewende, so verständlich ist, dass jeder damit was anfangen kann. Und hierzu gibt es zum einen das Energie- und Klimafestival, was ganz klar an die Familien geht, an diejenigen, die sich interessieren für Mobilität und Energie, mit vielen Mitmachaktionen. Und auf der anderen Seite dann auch ein Jugendforum. Sie sagen gerade schon, es sind zwei unterschiedliche Veranstaltungen und die sind ja auch tatsächlich in unmittelbarer Nähe. Wie genau sollen die beiden denn zusammenspielen? Ja, das war die große Herausforderung für uns, zu sagen, wir wollen so viele Gruppen, so viele Menschen ansprechen, wie nur irgendwie geht, und das auch räumlich so zusammenbekommen, dass wir auf der einen Seite auf dem Festplatz sind mit dem Energie- und Klimafestival und auf der anderen Seite in der Gartenhalle direkt angeschlossen mit dem Jugendforum. Und beide Veranstaltungen profitieren davon, dass die Menschen auch mal kurz darüber schauen können, auch mal dort kurz darüber schauen können. Auf der anderen Seite sich vielleicht auch die Familie aufteilen können, dass die Jugendlichen zum Jugendforum gehen und die Erwachsenen sich beim Energie- und Klimafestival informieren oder den Radparcours machen oder bei anderen Mitmachaktionen dabei sind. Sie haben es gerade schon so ein bisschen angeteasert. Was sind denn so für interessante Aktionen, die es bei den beiden Veranstaltungen gibt? Also beim Energie- und Klimafestival zeigen hauptsächlich Initiativen, was sie alles machen, wo sie aktiv sind, wie sie zusammenarbeiten, welche Möglichkeiten der Partizipation es auch gibt oder des Einsetzens. Und beim Jugendforum geht es darum, jeder von uns versucht eigentlich in seiner Berufstätigkeit irgendwas, einen Sinn darin zu haben, also dass etwas mit Sinn herauskommt. Und welche Möglichkeiten es hier gibt, im Bereich des Klimaschutzes das zu tun, gleich was ich vielleicht, welche Ausbildung ich gemacht habe oder was ich studiert habe. Ich kann auch in der gesamten Lieferkette irgendwas für Klimaschutz machen, indem ich darauf achte, dass eben der CO2-Ausstoß eben geringer ist oder schon in der Produktentwicklung ist das eine. Aber auf der anderen Seite kann ich vielleicht auch, wenn ich mit der Schule fertig bin, überlegen, gehe ich jetzt eher Richtung duale Ausbildung oder gehe ich ins Studium und dann vielleicht auch etwas, was dann später mit dem Thema Klimaschutz zu tun haben könnte. Was ist denn das Ziel, das Sie bei diesem Festival und dem Jugendforum haben? Vielleicht auch als Fokus Energie. Bei dem Jugendforum geht es ganz klar, die jungen Leute zu motivieren und zu begeistern. Alle Bereiche brauchen Fachkräfte, auch die Themenbereiche oder die Aufgabenstellungen, die mit Klimaschutz zu tun haben. Hier die Jugendlichen zu begeistern, sich dafür zu interessieren und in diese Richtung zu gehen, ist das eine. Und beim Energie- und Klimafestival geht es darum, die Erwachsenen bzw. Familien mitzumachen, tut auch selber was dafür. Und gerade in dem Bereich Mobilität kann man ja sehr viel machen und auch viele tolle Sachen machen. Ist es denn das, was es braucht für die Energiewende, für Klimawandel, Awareness, mehr Spaß in das Thema reinzubringen, weil es sonst vielleicht auch einfach zu ernst ist? Ja, es muss die Alltäglichkeit irgendwo sein. Es soll ja nicht sein, dass Klimawandel wehtut, also sich dafür einzusetzen, sondern man kann mit vielen Dingen selber was dazu beitragen und ohne jetzt auf irgendwas wirklich verzichten zu müssen, ganz groß. Worauf wir verzichten müssen ist, wenn wir nichts tun, dann wird es, glaube ich, doof für uns. Und wer sich informieren möchte, der kann unter klimafestival-karlsruhe.de oder beim jugendforum.info nochmal nachschauen.